Hallo, mein Name ist Dagmar und ich bin Teil des Teams Aufgabenkultur von Mathematik macht Freude und Freunde. Bei nebenstehender Aufgabe handelt es sich um eine Aufgabe vom Klausurtermin 2017 im offenen Aufgabenformat. Und diese Aufgabe möchte ich nun genauer mit euch betrachten. Gegeben ist eine Gleichung einer reellen Funktion f mit f von x ist gleich x² minus x minus 6. Du siehst, es handelt sich hier um eine quadratische Funktion. Die Aufgabenstellung ist nun, den Funktionswert f von x genauer zu untersuchen bzw. zu ermitteln, für welche x-Werte f von x kleiner 0 ist. Wir wollen hier nun den typischen Verlauf einer quadratischen Funktion genauer untersuchen. Du siehst rechts, hier bereits vorbereitet, eine Funktion mit den drei Parametern a, b und c, um auch beobachten zu können, was eine Veränderung der Parameter a, b und c bewirkt. Wir sehen, ist a größer als 0? Haben wir eine Parabel, die nach oben offen ist, für a kleiner 0? Erhalten wir eine Parabel, die nach unten offen ist. C hingegen bewirkt eine Verschiebung entlang der y-Achse. Wir können hier nun festhalten, die Veränderung, die der Parameter a bewirkt, also ist a größer 0, erhalten wir eine Parabel, die nach oben offen ist. Ist a kleiner 0, erhalten wir eine Parabel, die nach unten offen ist. Des Weiteren gilt es nun zu ermitteln, welche Eigenschaften die Funktionswerte haben, wenn sie kleiner als 0 sind. Hierzu betrachten wir noch einmal den typischen Verlauf einer quadratischen Funktion. Wir können hier noch einmal skizzenhaft festhalten, wo Punkte liegen, die einen Funktionswert haben, der kleiner als 0 ist. Die dazugehörigen x-Werte kann man auf der x-Achse markieren. Du siehst also, dass die Grenzen des Intervalls die Nullstellen der Funktion sind. Das heißt, es gilt im weiteren Verlauf, die Nullstellen zu berechnen. Wir sehen hier noch einmal die Ausgangsfunktion und wissen nun, dass wir die Nullstellen dieser Funktion berechnen müssen. Dazu setzen wir f von x gleich 0 und erhalten die quadratische Gleichung x² minus x minus 6 ist gleich 0. Hier nun noch einmal die kleine Lösungsformel. Wir setzen für p und q ein und erhalten somit 1/2 plus minus die Wurzel aus 1/4 plus 6. Wir erhalten hier die Lösungen x1 ist gleich minus 2 und x2 ist gleich 3. Wir können dies nun auch in GeoGebra eingeben und sehen den Verlauf dieser quadratischen Funktion. Und sehen, dass die Nullstellen der Funktion bei minus 2 und 3 liegen und die Funktionswerte innerhalb dieses Intervalls kleiner als 0 sind. Halten wir hier noch einmal unsere Ergebnisse fest. Wir wissen, dass zwischen den beiden Nullstellen die Funktionswerte kleiner 0 sind und können daher das Intervall minus 2 bis 3 als Lösung angeben.
Also x soll Element sein des Intervalls von minus 2 bis 3. Zu beachten dabei ist, dass die Klammern rund sind. Das bedeutet, dass minus 2 und 3 nicht mehr im Intervall inkludiert sind. Denn dort ist der Funktionswert ja genau gleich 0 und nicht kleiner 0, so wie gefordert. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude mit der Mathematik und hoffe auf ein Wiedersehen.